und die Autos sind wirklich noch alle tadellos. Ich habe mich entschieden für eine mittelrahmige, sehr elegante Kuh, die sich auf besten Beinen bewegt und mit dem besten Euter von der Abteilung ausgestattet ist. Diese harmonische Milchkuh hat ein klar besseres Zentralband gegenüber der Kuh im zweiten Rang, die auch wunderschön gebaut ist, die viel Breite hat und ein wahnsinnig breites Nachhäuter aufweist. Zugleich hat die erste noch ein bisschen die bessere Knochenqualität und ein bisschen die bessere Bewegung gegenüber der wunderschönen Kuh im zweiten Rang. Die zweitrangierte Kuh bevorzugte ich gegenüber der drittrangierten, weil ihr gesamtes Euter sie ein bisschen weiter oben trägt. Aber die drittrangierte, die weiße Kuh, überzeugte mich klar mit ihrer Eleganz und ihrem Milchtyp und ihrer Ausstrahlung. Durch ihre Ausstrahlung und ihren Milchtyp konnte sie sich gegenüber der wunderschönen Kuh im vierten Rang durchsetzen. Die viertrangierte Kuh hat ein bisschen mehr Milchcharakter und ein bisschen mehr Adel gegenüber der sehr gut gebauten, heute starken Kuh im fünften Rang. Auch die sechste und siebte Kuh sind wirklich hervorragende Vierkampfkühe. Und darum bitte ich um die gesamte Abteilung einen ganz kräftigen Applaus. Vielen Dank!